Ja, stinkt Kleidung eher nicht etwas. so cool ist. Ich würde sagen, ihr nehmt erstmal einen großen Zuber und dann geben wir euch frische Kleidung. Was haltet ihr davon? Eigentlich sehr viel, allerdings nähert sich gerade ein Algenteppich. Vielleicht sollten wir das erst einmal weitergeben und schauen, was da auf uns zukommt. Ja, während du das sagst, kannst du sehen, wie mit einem großen Stapfen von schweren Stiefeln jemand an euch vorbei, auf euch zugeht. Und du kannst erkennen, wie Rataralsanin wohl euch zunickt, einmal seinen Kapitänshut einmal lüpft und an euch vorbeigeht. Trismagena wohl in seinem Schatten und Resewig Sturmtaucher ebenso. Ihr Helden, Abend. Ah, einen schönen guten Abend. Liebe Grüße von Hafax soll ich ausrichten. Er zieht die Augenbrauen zusammen, erscheint kurz irritiert und bleibt stehen, während Trismagena und Resewig weitergehen. Schüttelt dann ein bisschen im Kopf. Danke. Warte, bis er gegangen ist. Und wir hauen dann Bolters irgendwie seinen eigenen Hut einmal in den Nacken. Also Sanin sah verärgert aus. Erst verwundert und dann verärgert. Doch nicht vor den Leuten! Oh. Warum denn nicht? Ich dir das erklären? Egal. Hier keine Freunde, für die ihr euch schämt, Boltax. Nein, eigentlich nicht. Ich würde mal so ganz unauffällig in Richtung Jarlan zeigen. Also Alles meine ich gleich hier. viel. Herr Oberst, vielen Mein. Dank für euer Angebot. Wir werden es vorziehen, noch für den Fall der Fälle einige Stunden auf der Mauer zu verweilen. Und habt Mut. Die Götter sind gnädig. Die Belagerung wird nicht mehr lange halten. Nun, danke. Wenn ihr etwas braucht, wendet euch an mich oder die Wachen. Oder an Talion. Werden wir. Vielleicht solltet ihr ein paar zusätzliche Wachen auf dem Gang, auf den Wellen Richtung See aufstellen. Ich bin mir sicher, der Mann kann seine Festung schon kommandieren, aber mir. Zerbrecht euch nicht den Kopf über Dinge, über die ihr nicht müsst. Kommt. Auch Ich wenn mache wir das seinen zwar Namen erst seit besitzen einem Jahr, können. aber ja. Ich habe gelernt in Werheim. Bei den Besten. Ohne Hoffen wir, dass Zweifel. dies hier nicht werden wird. Ja, derweil könnt ihr erkennen, wie das Blutbanner an euch vorbeizieht, auf die kurzen Befehle vom Oberst und vor allem dann eben auch von Talion und von Donnerbach. Und sieht dann teilweise die Festungsmauern bemannen, aber eben auch runtergehen in Richtung der Seeadler und dann dort die Belagerungsbatterien dann eben in Richtung des Ulchuchus ausrichten. Suchen wir den anderen an irgendeiner Stelle hinter der Mauer, keine Ahnung, wenn da irgendwelche Munitionskisten stehen oder so, auf denen wir uns niederlassen oder wo uns so drüber sperren können. Ja, es gibt hier noch eine ganze Menge an Munitionsvorräten, die hier in Kisten, in Holzkisten gelagert sind und auch noch eine ganze Menge dann Wachen, die neben euch stehen in Rufreichweite oder in Sprechreichweite und könnt euch dann in den zugigen Mauern dann ja, so ein bisschen hinsetzen und ja, ihr seid da, ihr habt es geschafft. Sieht es denn aus, als ob die jetzt sofort zum Gegenangriff ausholen müssen? Also, dass der Angriff sehr bald kommt? Also, so wie ihr das in der Dunkelheit erspähen könnt, entweder ist die Strömung verantwortlich, gerade weil sie eben auch vom Dogul hier in den Hafen strömt und die Strömung dann so ein bisschen verändert. Der Uchuchu oder aber der Tangteppich, ihr wisst auch nicht genau, ob es ein Profaner ist, halten vor dem Hafen und strömen dann wohl von Osten in Richtung Norden, also an euch vorbei. Es sieht wohl nicht so aus, als ob jetzt auch die Seeadler eingekreist wird. Oder etwas den Hafen dann wirklich zumacht. Aber zumindest könntet ihr jetzt nicht mehr den Hafen anlaufen. Dafür ist der Tankteppich dann auch einfach zu groß. Dieser Gasso. Einen Angriff gibt es noch nicht. Keine Homeria, die ihr sehen könnt. Alles ist still. Aber es gibt ein bisschen Geklapper eben von der Seeadler. Und ihr könnt auch die mittlerweile sehr, sehr raue Stimme von dem Zwergen erkennen, der da wohl wieder herumfusakelt und irgendwelche Anweisungen gibt. Und ihr könnt auch einiges an Geräuschen von der Nordseite hören, da wo der neuen Deich der Borbaradianer liegt. Also auch da gibt es irgendwie Bewegung auf den Zinnen haben die nicht, aber zwischen den Häusern, wo dann wohl die Artilleristen ihre Zyklopen aufgebaut haben. Ja, und also hier sitzen und warten, dass vielleicht gar nicht passiert. Machen wir Pläne, Ach, Jalan. Das wäre unsere Chance auf ein Bad gewesen. Wir können doch immer noch baden.
Ich muss ganz dringend ein Bad haben, wirklich. Hier in meinen Haaren irgendwie, also diese... Rafim, immer auf die Linke achten. Ja, da ist ja mein Junge. Ach, komm da, meine Arme, mein Kleiner. Ja, wie geht's dir? Aber ich freue mich so schön, dass ihr hier seid. Poltax hat schon gesagt, dass ihr Jalan befreien wollt. Ja, da bist du ja, schön. Es ist auch schön, euch zu sehen, Leotmon, aber haltet den Kopf unten. Ja, das weiß ich doch. Ich bin schon ein bisschen länger hier, weißt du? Das sah gerade nicht so aus, dass ihr versucht habt, an Rafim ranzukommen. Nein. Aber die schießen wirklich Pfeile nach uns. Habe ich Poltax auch schon erklärt. Ja, genau. Wie behandelt die Stadt euch? Oh, verzeiht, Poltax. Aber zum Glück bin ich ja nicht so groß, deshalb ist das mit dem Treffen auch ein bisschen schwer. Aber ja, wir müssen da wirklich drauf aufpassen. Isalinde ist hier. Das ist die Vorsteherin vom Parane-Tempel. Die passt ein bisschen auf mich auf. Die ist fast so hübsch wie Zulamin. Aber sie ist schon mit Dankrat verheiratet. Naja, und dann gibt es noch Adebert. Das ist auch ein Parane-Geweihter. Also, ich freue mich, dass ich hier bin. Und aber ich kann nicht so oft in die Quellen. Das ist nämlich schwierig. Dann muss man durch die Stadt laufen. Und der wird zwar gehalten, aber naja, es kann halt sein, dass die auf uns schießen. Deswegen sind wir halt oft hier in Klippstein. Erzählt mir mehr von der Quelle. Ist es wahr, dass ich nur Krankheiten halte und keine Verwundung? Naja, das, was die Herrin Pereine möchte. Also ja, vor allem Krankheiten. Oh. Ihr habt euren Arm verloren? Das ist nicht gut. Ich hatte gehofft. Nicht wichtig. Nicht wichtig. Erzählt uns vielleicht ein wenig von... Dann bitten wir stattdessen die Herrin Zah. Ja, wie gesagt, erzählt uns vielleicht ein wenig mehr von eurer, jetzt unserer temporären Unterkunft. Wo kommt man hier in der Feste unter? Gibt es irgendwo einen Ausschank oder so, wo man Schnaps kriegt? Also Gibt es Tempelprovisorische? Mittlerweile nicht mehr. Wir haben die Taverne Rondra Willis, aber die ist unten in der Stadt und die gibt es zwar noch, aber da dürfen wir nicht hin. Und der Prios-Tempel, den hat man versucht wieder aufzubauen, aber der wurde entweiht und der Erfurt-Tempel auch. Und wir haben keine Tempel mehr, wir haben nur noch den Park der Ruhe. Also da, wo die heiligen Quellen sind. Naja, und wenn ihr Schnaps haben wollt, da gibt es bestimmt in der Burg was. Also wir können euch auch sicherlich irgendwie einen eigenen Raum geben. Da kann ich schon mal nachfragen, das macht dann wahrscheinlich Dankrat. Das ist der Oberst. Der gibt euch dann den Raum und dann können wir da ein Tuch vorspannen und dann müsst ihr da einfach zu also damit die Männer die Frauen nicht sehen. Und dieser Dankrat ist mit der Parane-Geweihten verheiratet? Ja, seit ein paar Jahren, glaube ich. Dankrat von der Nordweide ist der Oberst und der ist mit Isalinde verheiratet, genau. Wie gesagt, ihr seid gütig wie eure Herren selbst, junge Freisopp. Wollt ihr etwas essen? Ja. Und wollt ihr baden? Ihr stinkt ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, baden. Ja, so eine rituelle Reinigung wäre nie verkehrt. Nun dann. Ja, ich muss eh mal wieder den Bären waschen. Ja, das ist schön, dass Mira auch hier ist. Jo. Ah, ist auch eine von den Heldinnen, ne? Ja, richtig. Hat Boltax schon von erzählt. Sehr gut, Boltax, sehr gut. Aber ja, natürlich, Mira hat einen großen Teil beigetragen. Oh, ehrlich. Habt ihr schon weiter über die Prophezeiung nachgedacht? Naja, ich bin in Zwiesprache mit meiner Göttin und seitdem Boltax den Krug gebracht hat, rätsel ich, wo wir sind in der Prophezeiung und was noch zu tun ist. Ihr seid also nicht weitergekommen. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Auch wenn ich Mystiker bin und Parane oft zu mir spricht und so, aber sie verrät mir ja nicht genau, was die Zukunft ist. Ich bin ja kein Satinav-Priester. Bedauerlich. Ja, und das ist momentan natürlich auch nicht so einfach mal auf die Felder hinauszugehen. Denn da draußen in den Ruinen sitzen die Feinde, nicht wahr? Ja, genau. Also zumindest auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite, also... Wir haben ja auch Heroin, aber genau. Wart ihr schon einmal mit der Schale im Park bei den Quellen? Mit dem Krug. Das ist keine Schale. Also Schale, aber mir. Ich glaube, wir sind irgendwo bei.
tragt es mit dem Krug auf die Felder, aber da sind ja keine verdorrten Pflanzen, das ist ja das Problem und zu Ende also, Feinde gibt es ja auch nicht. Also, Leertmund, wenn es nur darum geht, dich aus der Stadt herauszubringen, ich kann nach wie vor immer das anbieten, wie ich in die Stadt gekommen bin, wenn du möchtest. Aber ich glaube, das würde an dieser Stelle nichts nützen, denn du musst es, glaube ich, durch die Reihen der Feinde tragen. Das hat doch die Heilige auch gemacht, oder? Ja. Deshalb wäre das, glaube ich, ein Betrug an der Prophezeiung, wenn wir das einfach so machen würden. Also, ich habe das Gefühl, dass ich, nicht wohin. Ich habe einfach also das Gefühl, dass ich hier noch richtig bin. Wir müssen einfach warten, glaube ich. Gibt es denn draußen noch Bedürftige, also irgendwelche Dörfer, die unter den Belagerern leiden? Also, ich glaube, da müsst ihr mit Dankrat sprechen. Es gibt auf alle Fälle noch ehemalige Bewohner von Ilso, aber ich glaube, die haben sich dem Feind angeschlossen. Da müsst ihr mit Dankrat oder mit Talion drüber sprechen. Naja, jetzt kommt erstmal mit. Ich zeige euch die Zuba und dann zeige ich euch eure Räume. Da hängen wir dann diese Leine hin und dann könnt ihr da erstmal schlafen oder so. Kommt mit. Ja, Jalan sieht etwas sehnsüchtig über die Mauer aufs Wasser hinaus. Lässt dann geschlagen den Kopf hängen und geht hinter den anderen her. Ja, so könnt ihr im Inneren der Burg verschwinden und werdet durch die Gänge geführt. Immer mal wieder eine ganze Menge an Wachen, vor allem auch Handwerker, die ihr erkennen könnt, die hier im Inneren leben. Eigentlich hat sich das ganze Restliche an Stadtbevölkerung alle in diese Burg zurückgezogen, entweder in den Innenhof oder aber in die verschiedenen Festungsteile in den Berg hinein. Und nachdem ihr dann durch den einen oder anderen Raum und Gang und Flur gegangen seid, steht ihr dann zwischen den Zubern, die hier noch nicht dampfen, aber auf die Anweisungen von dem jungen Leertmund Freisop könnt ihr dann sehen, wie wohl verschiedene Zuber angeheizt werden und dann das Wasser vor sich hin brodelt. Ja, ich würde mich meiner Oberkleidung entledigen, dieser schwarz-rote Kluft, die wir getragen haben zur Tarnung, und die in irgendeine Ecke schmeißen. Denke nicht, dass wir die noch brauchen werden. Orbelmühe, ich hab die ausgesucht. Kannst du mich mal nicht so an die Ecke werfen? Sie ist dreckig und sie gehört dem Feind. Aber sie war trotzdem ein Geschenk. Na gut. Ich gebe sie wieder auf und falle sie ordentlich zusammen und übergebe sie Raffin. Ja, also wirklich. Boltax würde sowas nie machen. Nein, natürlich nicht. Natürlich da seht ihr. Ihr verzeiht mir, wenn ich dies hier wegwerfe, damit ich nicht mehr herumlaufen muss wie ein Stabsgefreiter. Das Ranschen, was auch immer, ja? Ich bin sicher, das ist in Ordnung. Das habe ich euch ja nicht geschenkt. Richtig. Wo ist übrigens eure Robe? Gute Frage. Ich schlage vor, ihr stellt sich Xera an, wenn ihr eines Tages in Boronzalen ankommt. Aber Xera. Ich denke nicht, dass wir ihn dort finden werden. Ihr wisst, was ich meine! Ja. Soll ich dir helfen? Gut, ja, ich beginne damit, Jalan aus seinen verdreckten Klamotten zu friemeln. Sagt Abelmir, ihr kennt euch da raus. Könnt ihr nicht, ich weiß nicht, einen Haken handmasteln oder so? Natürlich. Oder so eine Ölstern, wie die Veteranen aus dem Orkkrieg hatten. So ein Griff. Natürlich. Gib mir ein Labor und etwas Zeit. Ich dachte ja, für sowas braucht man eine Schmiede, aber bitte. In der Werkstatt würde auch ausreichen. Unmöglich. Irgendwas, womit ich einen Schnürsenkel halten kann. Was schwebt euch denn vor? Ihr wisst schon, wie die Veteranen im Orkkrieg hatten. Das war also aus wie eine Hand aus Metall. Und die Hände waren... So etwas Simples stelle ich doch nicht her. Es muss schon etwas aufwendiger sein. Wie wäre es mit einem austauschbaren Aufsatz? So, dass ihr für jede Gelegenheit verschiedene Stücke habt. Oh ja, ein Vulkanglasstück. Dann könnt ihr immer Feuer machen. Solange ich am Ende des Tages meinen eigenen Schnürsenkel binden kann, werde ich zufrieden sein. Ich dachte mir an eine Klinge, an einen Haken, vielleicht einen Greifarm. Ich glaube, feinmotorische Dinge sind schwieriger. Ein Löffel wäre wichtig, dass er super essen kann. Zeigt er mal, ich taste mal seinen Arm ab, ob noch irgendwelche Reaktionen da sind, also denn stumpf. Du wirst feststellen, dass wohl die Nerven hinten komplett ausgebrannt sind.
Und vermutlich dein Magikon wird hoch genug sein, um festzustellen, dass hier wohl ein Verformungszauber am Weg am Werk war. Das sieht kompliziert aus. Könnt ihr doch irgendwelche Muskeln anspannen? Ich will mal den irgendwie. Ich habe die Hälfte des Unterarms noch, oder? Genau. Ja, dann versuche ich eben das. Damit könnte ich arbeiten. Lass mich überlegen. Aber erst im Bad. Ich denke, ich werde etwas bauen können für euch, das euch helfen wird. Zumindest etwas magomechanisches? Dass ihr euch wohl die Zauberei spart, ja? Nun, ich habe in Punin gerüchteweise gibt es dort einige magomechanische Prothesen. Ich habe eine magomechanische Werkstatt in Belhanka gesehen. Die hat das wirklich sehr gut gemacht, die Frau, die das geleitet hat. Ich denke nicht, dass Pranas mir etwas solches verzeihen würde, wenn ich seine heilige goldene Hand durch irgendetwas Magisches ersetze. Bitte. Belassen wir etwas beim mechanischen Zweig. Für weiteres haben wir überhaupt keine Zeit dafür im Moment. Während ihr euch im warmen Zuber niederlasst, könnt ihr es einige Mal knallen hören. Irgendwelche Seile, die da wohl entspannt werden. Und die Zyklopen, die auf irgendwas feuern, auch einige Rotzen, die abgeschossen werden. Entweder die Seeadler oder aber die Belagerer. Zumindest gibt es da wohl sporadischen Beschuss. Und nach einiger Zeit dann eben auch kleine Erschütterungen, die irgendwo in der Nähe, irgendwo auf Festland dann einschlagen. Ihr wisst, wie gesagt, nicht genau, wo oder was da getroffen wird, aber irgendetwas schießt dort in finsterer Nacht. Ich linse mal rüber zu Leatmon und versuche mal herauszufinden, ob das normal ist oder ob wir uns besser mal schnell in Klamotten und Rüstung schmeißen sollen. Normal weiß ich nicht, aber solange Dankrat nicht sagt, dass wir uns irgendwie verstecken müssen, glaube ich, alles okay. Ich würde gerne einen Aquamarin mit ins Badewasser nehmen. Ja, das kannst du natürlich tun. Und mich dann auch mit dem Aquamarin an den Schultern, an den Extremitäten langsam abrubbeln, um entsprechenden Schmutz zu lösen. Ja, du hörst es auch leise flüstern, wenn er vor allem mit dem Wasser in Kontakt kommt. Also Boltax, ihr habt uns ja erklärt, dass ihr Metall nicht so mögt, weil das irgendwie aus Mutter Summus Leib geraubt ist, wie er das sagt, nicht wahr? Ja, genau. Aber dürft ihr jetzt auch keine Schwämme benutzen? Wieso Schwämme? Was meint ihr denn? Na, ich meine, ich kann verstehen, warum ihr mit Edelsteinen bezahlt, wenn ihr kein Gold in der Hand nehmen dürft, aber euch mit Edelsteinen waschen? Das ist eine rituelle Reinigung. Jalan, ihr müsst verstehen, dieser Stein ist der Stein des Wassers. Und wenn der Stein des Wassers mit Wasser in Berührung kommt, dann entfaltet er erst nun ganze Kraft des Wassers und wäscht den Schmutz hinfort und wäscht das Leid hinfort und all die Anstrengungen, die wir die letzten Tage durchgemacht haben. Das ist viel besser als jeder Schwamm. Leid kann ich nicht sehen, aber ich lehne mich ein wenig nach vor und begutachte seine Schultern. Sind die wirklich irgendwie sauber davon geworden oder sieht es aus, als hätte einfach nur jemand einen Stein drüber gezogen? Sieht sauber aus. Vielleicht ist es die Gunst des grauen Mannes. Die Winke-Efforts sind wahrhaftig unergründlich. Hör, Boltax, wenn du willst, kann ich dir auch meine Bürste leihen. Ach, alles gut. Auf das Thema Haare bin ich ja gerade nicht so gut zu sprechen. Ach, damit geht Mira auch sauber, Boltax. Da kriegen wir dich auch mit sauber. Ich bin noch sauber. Ach, das ist nicht das Problem. Ach ja, Ja, so könnt ihr euch noch einige Zeit vom Dreck, vom Sumpf, vom Moor befreien und nach ungefähr 5 Minuten, die ihr da sitzt und euch irgendwie ein bisschen unterhaltet, den Stumpf von Jalan betrachtet, könnt ihr sehen, wie der Rondrake Walter Talion hineinkommt, euch zunickt. Rondrake zum Gruß. An seiner Seite könnt ihr ein besonderes Schwert erkennen, was wohl zu einem der heiligen Schwerter der Rondrake-Kirche gehört, die Bernsteinlöwen. Nun, ich freue mich, dass ihr Helden in Ilsur seid. Nun, vollzählig. Wie können wir euch helfen? Wir haben zwar euren Brief bekommen und euch in einigen Stunden erwartet, aber was genau eure göttliche Queste hier ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Nun, wir wünschten, Fax würde uns einen Fingerzeig in diesem Rätsel geben, aber gar sicher sind wir uns auch nicht. Wohl aber werden wir den jungen Freisophos bei allem unterstützen, was er vorhat. Ich gehe mich kurz in der Runde um. Dann ist da noch eine naheliegendere Sache. Wir erlangten kürzlich Kunde, dass
ein xeranischer Agent wohl in der Stadt eingebettet ist und irgendetwas plant. Wir wissen leider nicht, was oder wann. Ein xeranischer Agent und er plant etwas, aber ihr wisst nicht, wann und was. Nun, das wird schwierig sein, herauszufinden. Ich zucke entschuldigend mit den Schultern. Ja. Zeig doch einmal den Zettel. Vielleicht ist diese Handschrift irgendeinem der Gelehrten auf der Burg bekannt. Oh, den hattet ihr gerade in der Hand. Er liegt da vorne auf dem Haufen. Ach ja. Was ist das denn für ein glitschiges... Egal. Hier, euer Gnaden. Er greift einmal nach dem kleinen Schnipsel und betrachtet ihn. Zecke. Nun, dann sollten wir wohl lieber niemandem vertrauen. Wir wissen nicht, wie viele Verräter es gibt und wer sie sind. Vielleicht sind es auch mehrere. Wir werden euch selbstverständlich sämtliche Unterstützung, die wir aufbringen können, bei der Gründung dessen zukommen lassen. Habt ihr denn ähnliche Kommunikation bereits auffangen können, sodass wir erschließen können, wo diese Position ist, von der diese Zecke aus angreifen will? Er betrachtet noch einmal den Zettel. Nun, da müsstet ihr am besten... Also wir haben einen Archivar und wir haben natürlich auch eine verschiedene Korrespondenzen, aber wir bekommen regelmäßig Kunde aus Bereinefurten und stehen dort mit den Leuten in Kontakt. Ihr könnt euch natürlich gerne einmal umsehen, ob es dort etwas gibt, aber wir kommunizieren mit Brieftauben. Also... Wir bekommen Brieftauben, so wie auch die eure, und verschicken Brieftauben. Wir haben einen Taubenschlag hier, aber die werden alle normalerweise nach Bereinefurten abgeschickt. Wir vermuten auch stark, dass diese Nachricht von dem Agenten wohl eher mittels Nunciolo abgesetzt wurde. Mittels eines Botenzaubers. Schwarze Magie, ja. Nun, jedenfalls... Wenn ihr unter Belagerung steht, wird nicht so viel an neuen Leuten hinein und hinausgekommen sein, nicht wahr? Die Nachricht ist auf den 25. Ingerim datiert, also letzte Woche, und wir haben keinen Grund zur Annahme, dass er sonderlich viel länger in der Stadt eingebettet war. Also können wir darüber vielleicht einschränken. In der letzten Woche haben wir keinen neuen bekommen, nein. Nun, und wann ist die Seeadler hier angelegt? Die Seeadler? Meint ihr, dass jemand an Bord der Seeadler war? Es ist eine große Menge Leute, die in eure Stadt gekommen ist. Und dann mögt ihr tatsächlich recht haben. Ich hatte sie erstmal nicht in Betracht gezogen, weil sie nun des Öfteren hier ist, aber sie haben einige viele Krieger mit an Bord gehabt, die sie als Unterstützung mitgeschickt haben. Das sind vor allem Leute aus Rashtul, glaube ich, zumindest nennen sie sich so. Rashtuls heißer Atem. Soldaten. Sie unterstehen einem gewissen Alrik. Das ist der Anführer von ihnen. Aber ob sie Magier dabei haben oder irgendwelche, sie haben keinen Zugriff zu irgendwelchen, sie stehen auf den Mauern. Wir werden einige unauffällige Erkundigungen einholen, nicht wahr? Wir wollen schließlich nicht Admiral Sarnin von den Kopf stoßen, falls dies sich als unbegründet herausstellt. Nun, ich bürge zumindest für Sarnin. Das würde ich auch, aber... Bei so vielen Leuten, ihr wisst genauso gut wie ich, man kann nicht auf allem den Daumen haben. Nein, natürlich nicht. Vor allem, wenn es 300 Leute sind. Aber ich bat ihn vor einigen Monaten darum, dass er uns Krieger schickt, und er hat sie gebracht. Ich wüsste jetzt nicht, warum die Leute aus dem Tulamidenreichen unsere Stadt verraten sollten. Aber naja, ihr habt sicherlich recht. Immerhin seid ihr erfahren in solchen Dingen. Dann fragen wir doch vielleicht zunächst einmal nicht nach dem Wer, sondern nach dem Was. Was könnte euch besonders schaden? Nun, wir halten die Brücken mit den Leuten, die wir noch haben. Einen Moment. Ich komme gleich wieder. Damit tritt er nach draußen und nach ungefähr 5 Minuten wird er wieder zurückkommen. Er zeigt euch eine große Karte von Ilsur und darauf sind dann verschiedene Bereiche markiert. Nun, die von uns grünen Bereichen werden gehalten, auch wenn sie wohl, zerstört sind. Großteil, alles was unterhalb der Burg Klippstein, das ist Ruine. Aber das, was rot ist, das ist von den Borbardianern besetzt. Zumindest die Girte Sargnagel unterstehen. Was für ein charmanter Name.
Ja, mehr wissen wir auch nicht von ihr. Nun, sie ist wohl die Obristin derjenigen, die hier für Xeran streiten, zumindest unter mendenischem Banner, beziehungsweise Borbradianisch. Also die heiligen Quellen ja extrem exponiert. Na, das ist wohl so. Von anderen eingeschlossen. Wir haben, nachdem mit der Seeadler der junge Leertmann Freisop hier anlandete, haben wir einiges an Aufwand betrieben, damit er zumindest regelmäßig einmal am Tag dort rüber gehen kann, aber lange nicht. Es ist einfach zu gefährlich. Wie gesagt, die Brücken werden gehalten, aber Pfeile verirren sich überall hin. Ihr habt von der Prophezeiung gehört, die der junge Leertmann nachhält. Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, aber er murmelte etwas davon, ja. Und offensichtlich ist das Wasser aus den Quellen eine der zentralen Komponenten zur Erfüllung dieser, glauben er und wir zumindest. Wäre ich in Tag zu spekulieren, würde ich also sagen, dass vermutlich die Quellen das Ziel einer solchen Sabotage werden könnten. Das wäre bedauerlich. Wenn wir jetzt auch noch Krankheiten in unseren Reihen hätten, die Quellen von Parainen entweiht werden, dann würde das nicht nur ein Schlag für Ilso sein, sondern für ganz Aventurien. Zumal die Quellen ja wahrscheinlich auch eine große Rolle in der Wasserversorgung des Widerstandes ausmachen. Nun, das auch. Ich meine, schaut euch die Karte an. Wir sind zwar vom Dogel umgeben, aber auch der ist verseucht. Ihr wisst sicherlich um das Schicksal von Tobrien und dem ehemaligen Ysilia. Nur zu gut. Wir können also das Dogula Wasser nicht trinken und nun ja, die See ebenso nicht. Unsere Effort geweihten, nun, wir haben zwar Resovik an Bord, beziehungsweise jetzt auf dieser Burg, aber ansonsten, ja, Bereine mag es uns verzeihen, aber wir bedienen uns an ihrer Quelle. Nun, dann haben wir schon mal zwei Ansatzpunkte, um unsere Nachforschung anzufangen. Dank Rat lässt zumindest den jungen Leertmann mit seinen Soldaten beschützen. Wir werden Erkundigung einholen und halten euch auf dem Laufenden. Um eines möchte ich euch noch bitten. Ich habe gehört, dass ihr dabei wart, als Rondrasir Löwenbrand verstarb. Könnt ihr mir davon etwas berichten?